Hey Leute, willkommen zurück zu Stray. Wir sind wieder bei Doc. Hier, nimm meine Sicherung. Sie ist brandneu. Nice, okay. Das Einschalten des Generators wird laut sein. Also rechne mit einigen Zergs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Alter. Ja, danke für nichts. Danke für nichts. Dann hoffen wir, dass wir noch ohne Probleme dahin kommen. Wartet. Ich will mich erst noch kurz hier hinten umsehen. Solange es hier noch keine... Ah, okay. Das ist... Okay, da sind wir dann wieder hier. Okay, gut zu wissen. Richtig? Oder gibt's hier sonst noch was? Nein. Gut, okay. Ah, wir sind konzentriert. Gott, ich will das Ding gar nicht anwerfen. Ich will es gar nicht anwerfen. Ich habe eine Trophäe erhalten, weil ich so oft miaue. Gegenstand verwenden. Okay. Leute, seid ihr bereit? Dann hauen wir jetzt die Sicherung rein. Okay. Yes. Oh shit. Ja, natürlich kommen sie da. Wow. Oh, wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Ich muss einfach in diesem Ding bleiben, richtig? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja komm, bleib bei mir, bleib bei mir. Yes, bleib bei mir, sagte ich. Alter. Komm schon. War's das? Boah! Ja komm, mach! Okay, sehr schön. Bekomme ich davon Krebs? Ich hoffe nicht. Okay. Und gleich rein. Und gleich rein. Yes! Das hat ja super geklappt, Doc! Voller Erfolg, würde ich meinen. Der Defluxor, ja, da feiert der gute Mann. Erstaunlich. Du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Yes, Baby! B12! Defluxor Kriegs B12. Ja, das ist noch nicht ideal. Meine kleine Kampfdrohne. Okay, kannst du jetzt ballern? Danke, Doc. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Ja, cool. Hast du noch ein Notenblatt hier, mein Freund? Den Defluxor nimmst du aber nicht mit, oder wie? Ist auch nicht gerade smart, mein Freund. Ist auch nicht gerade smart. Aber gut, ich bin hinter dir. Willst du deine Haustiere nicht mitnehmen? Ich meine... Nicht, dass du die noch verlierst. Was haben wir hier noch? Hier kann ich einfach kratzen, okay. Ja. Soll ja nach mir riechen. Ich glaube, Katzen haben da so diese Duftdrüsen auch in den Pfoten. Das heißt, sie hinterlassen so auch ihren Duft. Kann ich hier nicht rein? Ich dachte, das sei ein Katzenhaus. Offensichtlich nicht. Warte. Nee, geht immer noch nicht. Okay. Also, Doc. Warte, lass mich die wegballern. Schaff all die Zergs aus dem Weg. Damit wir hier durchkommen, okay.
Halte L1. Ihr dummen Hunde. Ja, nice. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ja, das hoffe ich auch. Also, komm schon. Das ist ja wohl das Mindeste. Du hättest auch einfach den Großen mitnehmen können. Was soll das, Doc? Schon etwas kontraproduktiv, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Etwas. Ja, typisch. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Ach was, Doc. Ach was. Naja. Ich gehe absichtlich immer erst in die falsche Richtung, okay? Also ich erkläre es euch. Jetzt müssen wir erst diese hier aus dem Weg räumen, damit wir diese hier bewegen können. Und zwar in diese Richtung. So. Stopp. Ja, genau. Das wollte ich. Das war falsch. Okay. Muss ich weiter? Ja, dem scheint so. Du könntest hier runterklettern, Doc. Oder kannst du nicht klettern? Aha. Aha. Genau. Miau, miau. Das ist mir nicht ganz geheuer. Kannst du nicht hier von... Was höre ich da? Oh Gott, das war nur... Wartet. Das war's schon? Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Okay, seid bereit, Leute. Seid bereit, wir ballern die gleich weg. Kommt nur. Die Musik wird intensiver. Oh, shit. Oh. Ah, okay. Gut. Ja, kein Problem. Kein Problem, meine Lieben. Kein Problem. Ihr dummen Säcke. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Das war jetzt zu lange, was? Bah. Oh shit, oh shit. Renn. Okay, okay, okay. Ruhig, ruhig, ruhig. Nicht überhitzen lassen. Lebt noch wer? Oh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ja. Gut. Okay. Wir haben schon mal überhitzt, jetzt wissen wir auch das. Das war natürlich ein Experiment, ihr versteht. Ich musste rausfinden und so. Okay. Was haben wir hier noch? Ja, aber du hast gute Arbeit geleistet, mein Lieber. Du hast gute Arbeit geleistet. Und auch, dass du gegen die Zergs durchgehalten hast. Das war wichtig, mein Freund. Das war wichtig. Du hättest dich auch melden können, weil... Nur weil ich dich nicht verstehe, heißt nicht, dass ich dich nicht höre, wenn du rufst. Du verstehst schon. Bah. Eklig. Haben wir es? Muss ich wieder vor. Klar. Natürlich haben wir es noch nicht. Oh, Katzi. Hola, meine Freunde. Hola. Doc ist wieder da. Ja, ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe. Genau, wenigstens einer, der den wahren Helden hier der Geschichte erkennt.
Danke, dass du Doc gerettet hast, mein kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zergs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Hier, kann ich dir irgendwie was zeigen? Nee, kann ich nicht. Okay, wartet. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Ja, vor allem ich habe was getan, mein Lieber. Hallo Teddy, wie läuft's, Rosie? Oh, Billy. Kennst du meinen Sohn Seamus? Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich von diesem verfluchten Ort zurückgekommen bin. Ach, ist das so? Seamus, willst du dazu was sagen? Ja, klar. Ich bin so froh, dass er wieder da ist. Alter, ihr dummen Säcke. Einfach nicht den wahren Helden erkennen und ihr... Einfach. Ja, aber naja, wir sind uns ja gewöhnt. Richtig. Mit uns kann man es ja machen. Aber hier ist jetzt frei. Aber ja, es hilft mir nichts. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht noch was rauslassen. Aber nein. Ja, schade. Dann eben keinen dritten Energy Drink. Okay, wo ist. Wer hat. Momo hat mich gesucht. Bei der Kanalisation? Welche Kanalisation? Gab's nicht hier hinten noch was? Ja, hier. Okay. Sind wir bereit für ein neues Abenteuer? Momo wartet auf sein Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber du hast den. Aber hast du hier drin alles erledigt, was du wolltest? Nein. Denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zergs hier reinkommen. Nein, ich will... Ich habe noch nicht alle Notenblätter. Das ärgert mich schon ein bisschen. Ich meine, ich habe... Mir fehlen, glaube ich, noch zwei. Richtig? Kann ich denn danach nicht mehr zurück? Das habe ich so verstanden. Irgendwo müsste ich noch einen Energy Drink holen können. Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt. Denn ich würde schon gern sehen, was wir erhalten. Weil eben, ein dritter Energy Drink und wir könnten wieder was tauschen. Hier bei, übersetzen? Ah ja, das war das. Genau. Dritter Energy Drink würde uns was einbringen. Aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich eben Notenblatt, richtig? Nee, wobei, Notenblatt konnte ich auch so kaufen. Huh. Notenblatt bekam ich für einen Energy Drink. Hätte ich den mal gespart. Huh. Und einen Energy Drink kaufen werde ich auch nicht können, vermute ich. Ja, schade. Ja gut, aber dann ist es halt so, ne? Dann haben wir halt die beiden Energy Drinks für das nächste Mal. Mit Heptor sprechen. Warum sollte ich mit dir sprechen? Warum sollte ich das tun, mein Freund? Okay, da sind wir wieder hier. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch einen rauslassen können. Weil hier war ja die ganze Zeit blockiert. Sprech doch mal noch kurz mit dir. Ja, aber ich kann nichts kaufen. Ah, warte, vielleicht... Hast du hier drinnen was für mich? Komm schon, du brauchst das Zeug ja nicht. Richtig? Bier? Kann ich nicht Bier mitnehmen? Die stört's auch nicht, wenn hier die Katze hinterm Tresen ist, richtig? Finde ich klasse. Okay, und du hast auch sonst nichts Interessantes mehr. Ja, sorry Leute, ihr wisst es, es nervt mich jetzt. Denn ich hätte gerne den Energy Drink. Aber ja, sieht schon nicht so gut aus. Da, ja, hier bin ich dann wieder draußen.
Das seid ihr Pfeifen wieder. Ihr habt auch keinen Energy Drink, richtig? Nee. Ah, das ärgert mich. Wartet. Wartet. Ah, hier kann ich einfach hochspringen, dass ich... Oh, wartet, wartet, wartet. Okay, ruhig, 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 ruhig. Nee, ich bin ein bisschen... Da musst du wirklich ziemlich genau drauf zugehen. Nein! Oh, shit. Ja, weil, seht ihr? Hier, das hier. Inspizieren. Nochmal, Salo. Was willst du jetzt? Ich will... Das hier ist nur altes Relikt, ein Zeugnis zu blablabla. Es kostet 3 Dosen Energy Drink und ich habe nur 2. Ah, dieser Quatsch. Kann ich ihm nicht einen klauen? Lito. Ja, Jared. Hast du einen Energy Drink für mich vielleicht? Nicht? Okay. Hier waren wir noch nicht, richtig? Ja gut, okay, das ist... Dann auch nicht weiter interessant, vermute ich. Und wir machen doch irgendwie noch hoch. Ja gut, hier ist dann auch wieder Ende Gelände. Okay, schade, schade, schade. Ja. Wenn hier sonst niemand einen Energy Drink für mich hat, dann... Habt ihr hier vielleicht noch einen? Nein. Wofür habt ihr Kühlschränke, wenn keine Energy Drinks drin sind? Ihr seid doch unnütz. Nütz seid ihr. Nee, ich konnte die immer nur hier rauslassen. Also, ja. Ja, gut, schade. Okay, wir haben auch nicht alle Notenblätter, also von daher, komm. Fuck it. Reit, reit. Okay, mach die Tür zu, mein Freund. Ja. Hier wäre sicherlich der nächste Energy Drink. Boah. Das ist schon nicht so wie soll ich sagen? Lebensfreundlich. Ja, hi, Momo. Ihr habt Glück, dass ihr so einen intelligenten Kater wie mich erwischt habt. Ihr werdet sonst aufgeschmissen, meine Freunde. Ihr werdet aufgeschmissen. Ich kann hier nicht runter, okay. Hier rüber kann ich. Gut, warte, Momo. Ich will mich erst hier ein bisschen umsehen. Du verstehst schon. Du verstehst schon. Das ist ja absolut uninteressant hier. Aber du weißt, dass ich eine Katze bin. Es ist jetzt nicht wirklich cool, mich hier auf einen Kloakenfluss zu nehmen. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und den Defluxor bekommen hast. Damit können wir den... Können wir jetzt Spaltasar finden? Los geht's! Okay, Spalti. Okay. Der Rettungstrupp ist unterwegs. Die Kanalisation. Ach, wie diese Orte auch immer heißen, das ist... Wah! Ah, zum Glück bin ich nicht hier runtergefallen. Das wäre ja auch Quatsch gewesen. Seht sie euch an, diese Trottel da oben. Springt ihr runter? Nee. Besser für euch. Ich wär ready gewesen. Ich hätte euch im Flug defluxiert. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber ich hätte euch getötet, meine Freunde. Ich bin bereit. Ihr könnt mich nicht überraschen. Okay, vielleicht könnt ihr mich überraschen. Was willst du sagen, mein Freund? Machst du dir Sorgen, Momo? Wäre wohl besser. Ich mach mir Sorgen, ich sag's dir. Dein Boot sieht auch nicht sonderlich stabil aus. Ja, aber Kali wirkt entspannt. Wenigstens einer. B12, alles klar bei dir? Wie hieß der bei Star Wars? War das auch B12? War das nicht auch B12? Ach, keine Ahnung. Willst du, Momo? Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du es mal von der anderen Seite? Ja. Nein, kann ich nicht. Wir müssen jetzt einfach durchbrechen. Mit etwas Schmackes rein, mein Freund.
elegant. Sehr, sehr elegant. Ja, geht leider auch nicht, sorry. Ich habe mein Bestes versucht. Mein Bestes ist nicht wirklich viel, das ist richtig. Warte, kann ich... Nee, hier geht's nicht hoch, okay. Ich habe noch nicht ganz erkannt, wo ich hoch kann und wo eben nicht. Okay, wir wissen alle, hier unten wird's... Hier unten wird die Scheiße losgehen. Hier unten wird's richtig eskalieren. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir machen im nächsten Part weiter. Ja, ich hoffe... Es geht weiter so gut voran. Bis dahin und tschüss.